Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Super Smash Bros. Brawl. Hi. Ja, jetzt hat er sich den Beutel sogar schon aufgesetzt wie ein Hut. Du weißt schon, dass wir hier nicht mit Cam spielen. Ich weiß, trotzdem muss ich ihn nur aufbewahren. Wow, genau um die Stacheln, was soll das hier? Jawohl, ausgewichen. Wow, den müssen wir auch noch ausweichen. Ne, müssen wir nicht, wir müssen uns jetzt da in die Wand schießen. Ach, oder so. Der kann, ne? Manchmal. Jetzt ist aber Ike dran. Ja. Nein, ich schlag nicht zu, ich weich aus. Super. So viel zu Ike. Du Schwein, du hast Ike getötet. Wow, das war knapp. Jetzt können wir uns in die andere Richtung schießen. Nein, nicht in die andere Richtung. Ich wollte ihn töten. Aber nicht in die andere Richtung. Oh, nicht in die Stacheln. Wow. Oh, ja, genau, ja, du warst in Stacheln. Du warst ein Dings drin und ich bin nicht hinterher gekommen. Was soll das? Schade. So, gehen wir mal zurück zum Eisberg und schlagen uns da weiter durch. Obwohl, nee, nochmal schnell saven, da schon wieder einer von uns tot ist. Und das mal wieder ich bin. Ich glaube, ich habe die Hälfte unserer Charaktere. Mindestens. Du bist der Mobra. Oh, schon 88%. Nein, das ist aber eine Unglückszahl, 88. Ach. Eine Person bestimmt nicht. Fucking Cap. Boah. Ich dachte, du wärst schon wieder tot. Nein, nee. Fettes Vieh. Lauf, immer nach links. Hui. So, jetzt müssen wir uns weiter als Bergsteiger versuchen. Reinhold Messner wäre stolz auf uns. Oh Gott. Geschafft. Eis, nee, Eisdamas haben wir schon. Meta Knight oder Lucario? Ah, Lucario. Aber Meta Knight hat man glaube ich auch noch nicht, oder? Doch, müssten wir eigentlich. Also aus dem Kopf ist sie jetzt auch noch Rayquaza. Hui. Auch kein schlechtes Teamwork. Schade. Problem ist nur, Lucario wird stärker, immer stärker, je mehr er abkriegt. Wir müssen ihn jetzt so schnell wie möglich besiegen. Verdammt. Jetzt. Nein! Ich hab mich auf dich verlassen. So, das war's. Ja. Oh. Jetzt sind wir hier. Ach, jetzt werden uns alle Orte angezeigt, wo noch Bösewichte sind. Hm. Wir müssen irgendwie. Ach, da unten, stimmt. Gut, aber wir gehen jetzt erst nochmal. Der Weg hier müsste es sein. Da hatten wir wohl einen übersehen. Ja, jetzt ganz weit nach rechts. Jetzt müssen wir schon unsere Gegner suchen. Oh, ich dachte, da unten wäre auch Boden. Autsch. Nicht gut. Oh, da. Mega Goomba. Auch aus dem Weg geholt. Ach, hier, okay. Bist du sicher? Ja, ja. Jetzt müssten wir leicht nach unten gehen. Da ist er. Das könnte Wario sein. Ich tippe auf. Oder Luigi. Luigi. Kirby! Beide falsch. Hilfe! Das ist wirklich der Wrestler. Der holt seine Wrestling-Ticks raus. Ja, man nicht getroffen. Ja, Kirby. Viel
dass er so viel fliegen kann, sonst wäre er schon weg. Er kann nicht so viel fliegen wie ein Kirby's Adventure Wii. Also nicht unendlich. Ich lade immer noch auf, ich lade immer noch auf. Dann mach jetzt! Nein! Oh, ja toll, jetzt auch noch Mega Kirby. Ich lade auf, ich lade auf. Wow, Mr. Saturn hat sogar noch geholfen. Na, seine Megaform hat hier nichts gebracht. Yay! Getroffen und tot. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. So, jetzt müssen wir irgendwie wieder nach unten kommen, zurück zum Berg. Nein! Für die Schnetzel. Wow! Was, diese Tür? Ja, war. Okay, jetzt müssen wir wieder nach links. Bis zur Mitte. Oh oh. Bleibst du? Du gehst unten lang, okay. So, jetzt sind wir wieder beim Ursprungsspeicherpunkt und können da erstmal speichern. Bald mit 66%. Heftig. So, ob wir jetzt schon vielleicht 90 haben? Ich glaube 9. Nee, 88 immer noch. So, dann kümmern wir uns jetzt mal um die letzten Gegner. Gut, müssen wir wieder den Berg hinabsteigen. Bis ganz nach unten. Mann, die Hälfte haben wir schon wieder. Ach, das geht gar nicht, scheiße. Müssen wir doch wieder auf halbem Wege umkehren. Alter, warum spielt der immer gleich zweimal? So. Wo jetzt lang? Oh, wir müssen vorher den Umweg machen. Obwohl, nee, wir können uns doch porten, oder? Wir versuchen noch mal was. Die Taktik haben wir zwar noch nie genutzt, aber es wird dann mal Zeit. Oh. So, oh, diesmal konnten wir den Berg ganz schnell besteigen. Okay. Oh, jetzt geht er mal durch Tür. Macht erstmal schon die Kunststückchen. So, wo müssen wir hin? Unten links, okay, also hier. Oh, teleportieren, nicht springen. Hallo? Geht doch. So. Hier sollten wir richtig sein. Jawohl. Okay, hier ist noch die letzte Tür, die wir immer noch nicht durchgegangen sind. Höher. Weiter links. Noch höher. Oh, sie können uns verfolgen. Nein, lass mich in Ruhe. Schon 64. 71. Ui. Wario. Da fliegt er. Das wird ja viel. Wir dürfen ihn nicht damit davonkommen lassen. Oh. Komisch, ich dachte eigentlich, wir hätten schon gegen Wario. Ich dachte, ich treffe ihn noch. Jetzt mach auch mal was. Wow. Los, Mario, sterb doch endlich mal. Tu uns allen einen großen Gefallen und sterb. Jawoll. Endlich. Hm, jetzt war hier. Gut, ein Gegner ist rechts. Ah ja, ich weiß auch genau wo. Das wird, was meinst du? Hm? Ne, wer es wird nicht, ich weiß nur, wo die Tür ganz genau ist. Ach hier, genau. Oh. Ja. Aber wer es sein kann? Captain Falcon? Ne, Luigi. Captain Falcon hatten wir ja schon vor kurzem. Ja. Luigi, diese Blume soll an dir zehren und du sollst sterben. Bevor die Musik überhaupt erst richtig loslegen konnte. Gut, da hätten wir schon mal den. Ich glaube, es ist nur noch ein normaler Gegner und Rayquaza übrig, oder? Ne, nur noch Rayquaza. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir die Mister gerne rutschen können. Oh, okay. Müssen wir jetzt erstmal wieder nach links, soweit es geht. Es geht nicht weiter.
Wir nehmen lieber den Weg. Der ist sicherer. Okay. Hier jetzt wieder hoch. Okay, weiter. Nein! Shitty Mintels. Ist auch schön, dass wir das hier dann mit Rayquaza beenden können. Mhm. Ah, genau. Dieser Raum hat mir noch gefehlt. Das war der einzige, den ich noch im Kopf hatte. Und der kommt natürlich zum Schluss. An der oberen Spitze müsste Rayquaza auf uns warten. Dann könnten wir schon wieder... Oh, Secret. Oh, aber die Trophäe ist runtergefallen. Aber wir haben das Secret gefunden, das sollte eigentlich zählen. Ah, hier sind wir ja schon an der Spitze. So gut wie jedenfalls. Oh oh. Riesentypi. Oh, schon alles weg. Okay. So, jetzt gegen Rayquaza. Wow. Das war doch irgendwas, was für eine Attacke gewesen. Oh oh. Schaufla, nee, das ist Dreher. Dreher. Nee, Tackle. Mal fliegen. Laserschwert! Jetzt macht er Schaufler. Ja. Kann er das überhaupt im Pokémon-Spiel? Keine Ahnung, ich weiß, dass ich tot bin. Na, du hast aber noch einen Charakter und ich dann eigentlich auch. Ne, wir haben hier ganz schön viel abgezogen schon. Oh oh. Das war wohl so eine Art Hyperstrahl. Jetzt kommt Drachengebrüll oder wie das heißt? Drachengebrüll. Drachenblut, glaube ich, oder? Was meinst du? Geschafft. Ja, ich sind immer auf so eine, wo die schreien und dann ihre Agilität und so Scheiß. Ach so, Drachentanz? Naja, zum Beispiel. Ah, okay. Ja, das ist heute mal ein bisschen kürzerer Part, weil ich würde sagen, im nächsten Part gehen wir dann den Endboss an. Und ja, das müssen wir jetzt nicht nur in diesem Part mit reinhauen. Ja, 89, okay. Porten wir uns auf jeden Fall schon mal an die richtige Stelle. Können uns sehr viel Zeit lassen, dann ziehen wir mal das Let's Play in die Länge. Wo ist denn die richtige Stelle überhaupt? Achso, ja, da drüben. Okay, hier. Wir können uns ja schon mal vor die Tür stellen, aber erst im nächsten Bar durchgehen. Dafür ist noch Zeit. Also müssen wir aber mal drauf gucken, die richtige Tür zu finden. Ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal der Nase nach. Die Nase nach wäre aber geradeaus gewesen. Nicht runter. Ich weiß ja nicht, wo du deine Nase hängen hast. Mein Schnabel ist nach unten gebogen. Na gut, wenn er schlaff ist, ist das natürlich sehr verständlich. Schnäbel sind nicht schlaff. Schön, dass wir nochmal sterben. Aber wir können dann sowieso kurz vor dem Bosskampf nochmal Charaktere neu auswählen, also ist das total egal. Hui, ich bin Meta Knight. Die Metall in der Knight. Parschen. Schon wieder tot. So, hier. Hä? Wie hast du das hingekriegt? Wieso? Okay. Jetzt ist es vorbei. Wir könnten theoretisch jetzt da durchgehen, aber ich würde sagen, das machen wir erst im nächsten Part. Also, hoffentlich hat es euch gefallen. Vergesst nicht, das Video zu bewerten und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye. Tschüss.